Schnibbel die Schnapp und hallo Drio und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt mit mir, dem Nefkara. Und ja, was gibt's heute zu sagen? Eigentlich nicht sonderlich viel. Wir machen den Sonnenstand erstmal zu Ende. Weil wir haben ja gesagt, dass wir das zuerst machen wollten. Und dann mal schauen, vielleicht werden wir dann Stufe 35 sein. Wir brauchen ein Boot, das sehe ich jetzt gerade schon. Nee, das hat flauschig entgegengenommen. Ganz sanft habe ich es zu Bett gewogen. Das Monster. Meine Güte, was für ein Satz. Echt. Eine Schnellreisemöglichkeit dahin? Gibt es eine Passage, die ich schippern kann? Nope, Sir. Ich schippe jetzt einfach hier diese Passage lang zwischen den Felsen hindurch, unter diesem wunderschönen, was auch immer. Ich schippe hier einfach drunter durch. Ist kurz vor Nacht, es schneit. Ja, Witcher läuft momentan ja immer noch. Witcher wird auch noch eine ganze Zeit lang laufen. In der Woche, wo Witcher übrigens durchgespielt wird, wird Witcher dann pausiert. Und dann kommt das DLC, also ihr müsst euch dann noch ein paar Tage gedulden. Ich hatte das nicht vor, direkt anzuspielen, sondern dann eine Woche pausieren. Also es kommt, auf jeden Fall. Wenn es nicht kommt, dürft ihr mir eine reinhauen oder so. Auf jeden Fall, es kommt. Es kommt wirklich, keine Sorge. Würde das nicht liegen lassen. Ich habe nicht umsonst einen Season Pass. Ja, für das Spiel geholt. Vielleicht habt ihr euch vielleicht schon gefragt, ja, du spielst doch solche Spiele. Warum kommen, was auch immer, nicht Fallout bei euch auf dem Kanal? Keine Zeit. Außerdem ist das Spiel momentan einfach nicht gut. Hätte ich die Wahl gehabt, hätte ich das aufgenommen, also Fallout, aber momentan ist mir ehrlich gesagt nicht danach. CSGO kommt ja, ist ja gekommen heute, StarCraft kommt heute noch, ach übermorgen, morgen und übermorgen und StarCraft, ist ja Freitagsfolge. Ich habe Donnerstagabend und nehme das für euch auf und lad das in der Uni hoch und bin dann morgen nur am in der Uni am Lernen. Schon lustig eigentlich. Ist halt so. Muss halt ordentlich ackern. Nebenbei in der Uni. Ist wichtig. Aber neue Projekte kommen momentan erstmal nicht. StarCraft ist jetzt gekommen. Und das ist erstmal das einzige Projekt, was neu ist. Dementsprechend wird erstmal nichts anderes mehr kommen. Also ihr müsst euch gedulden bei noch anderen Sachen. Das wird noch dauern, bis ich irgendwas anderes dann noch hochladen werde. So. Einfach Philippa. Großartig. Hey, sieh dir das an. Gehen wir. Und jetzt? Lässt du dir neue Augen wachsen wie Vilgefortz? Ich weiß noch, als ich ihn umbrachte. Da waren sie noch nicht ausgewachsen. Sahen ekelhaft aus, aber... Diesen Perversling erwähnst du wohl rein zufällig. Klar. Ich habe auch von einem reichen blinden Zwerg aus Mahakam gehört. Der hatte zwei riesige Rubine in den Augenhöhlen. Natürlich hat er damit nichts gesehen, aber angeblich sah es sehr geschmackvoll aus. Ah. Ich finde ja persönlich, dass Witcher sowas wie Game of Thrones bei uns ist. Könnte man zumindest so vermuten. Muss ein bisschen die Zeit im Auge behalten. Das ist nämlich wichtig, weil ich ja wie gesagt nur eine Folge aufnehmen werde. Für euch spielt das keine Rolle.
Uns passiert schon nichts. Das ist ein Ort der Macht. Was ist das? Du bist gut. Du. Da ist ein Ort der Macht. Den sauge ich mal kurz ein. Sie wurde von Ertrunkenen geschützt. Mann, sieht das viel. Hoffentlich willst du hier nicht im Aas rumfingern. Wir haben hier schließlich was vor. Natürlich haben wir was vor, aber ich will erstmal Gift Neues drauf machen. Nekrophagenöl habe ich ja leider nur das Verbesserte und nicht das Überlegene. Generell sollte ich mich mal bemühen, die Sachen auf Maximum zu bringen vor dem DLC. Also ich werde noch ein bisschen Witcher spielen, wenn ich fertig bin mit der Aufnahme, um halt ziemlich viel noch abzuschließen, Fragezeichen und so. Und dann deswegen halt die Woche. Also wie kommen wir da? Die Treppe. Ich repariere sie. Spannungen zwischen dir und Yennefer und Triss nicht entgangen. Das ist schwer für Ciri, glaube ich. Manchmal frage ich mich, ob ihr drei wisst, wie das wirkt. Triss spielt Ciris große Schwester, wartet aber gierig auf eine Chance, mit dir ins Bett zu hüpfen. Du und Yennefer spielt die Eltern. Genau. Wenn du es also auf einen Fünfer abgesehen hast, da ist eindeutig kein Platz mehr. Außerdem liebe ich Triss. Lass mich mal kurz hier hingucken. Du willst ja den anderen Weg gehen. Fällig. Na, brennt so schön. Feuer tut weh, hm? Es ist halt wichtig, alles zu erkunden. Ist es immer bei Witcher. Aber generell haben Rollenspieler das so an sich. Ihr solltet immer alles erkunden, wenn ihr diese Möglichkeit habt. Hab verstanden. Hab verstanden. Danke für die Steuerung. Wenn Geralts Steuerung nicht so unglaublich lächerlich wäre.
ich bin eine Pussy. Ich kann da nicht ordentlich latschen, Mama. Genau das ist das Problem. Geralt, du dummes Stück Scheiß. In dem Fall stimmt's ja auch. Bist so ein Pfeife, Alter. So. Bitch. Man hätte das mit der Druckwelle hinkriegen können, es wollte aber nicht funktionieren. Also war es mir egal. Das ist halt eigentlich die Weltkarte an der Stelle. Einen versteckten Schatz habe ich ja gekriegt jetzt. Und das Ding. Es sind mehrere Sachen drunter. Ogroid. Apropos, nicht Meditation, aber unser Charakter. Fenster nochmal bearbeiten. Hier nochmal. Igni. Was habe ich da eigentlich alles drin? Ist das... Axi, das Ziel bewegt sich nicht auf Geralt zu, während Axi gewirkt wird. Erhöht die Intensität von Axi. Von Intensität von Axi in Dialogen. Verkürzt das Wirken mögliche Zeit. Ach, das ist hier Axis in der Startversion. Jetzt brauche ich... Erhöht die Intensität von Kennzeichen. Kien Aufladung, überladene Glyphen von Irden. Igni, Axi, Kien. Igni, Irden, Irden, Igni, Irden. Erhöht die bei Schaden schnell von, erhöht den Schaden bei schnellen Angriff um 25% aller Linien und 5%. Ja. Oh, nicht schlecht der Schlag, gib zu. Alter. Brichst ja schon fast meine Verteidigung damit aus. Bin ich? Nie wieder Seide. Die Sachen taugen relativ wenig, aber bringen Geld ein. Philippa, ich komme sofort. Ich will mich nur umgucken. Das ist wichtig. Ich hasse Elfenruinen. Ich werde mal kurz... Für die bessere Sicht versteht sich. Hey, und, boah. Sieh dir das an. Und jetzt? Muss ich denn alles für dich machen? Siehst du den Wächter, der auf Bezahlung zu warten scheint? Hab gerade kein Kleingeld. Er will Blut, keine Münzen. Das ist Fjallan aus der Elfenlegende. Liest du eigentlich gar nichts? Sehr.
Der Kaiser muss Yennefer ja unwiderstehlich finden. Ihn dazu zu kriegen, dass er die Sicherheit der Loge garantiert? Was hältst du davon? Was ich davon halte, das ist offensichtlich eine Suggestivfrage. Kein Geralt, ich bin müde, setzen wir uns und plaudern zur Einstimmung? Legst du so viel Wert auf das Vorspiel? Du wirst mit dem Kaiser arbeiten. Findest du das nicht spannend? Nein. Ich meine, doch, natürlich. Bisher hat die Loge sich oft auf schwache Herrscher verlassen. Das war unser größter Fehler. Dich beeindruckt also, wie Emir seine Magier an der kurzen Leine hält? Wie klug von Yennefer, dich aus der Politik rauszuhalten. Du würdest wohl nicht mal merken, woher der Wind weht, wenn du frontal reinpissen würdest. Du solltest mit Yennefer reden. Da ist eindeutig was nicht geklärt zwischen euch. Yennefer ist schon immer eigene Wege gegangen. Ich bin ganz gerührt, dass sie sich diesmal für die Belange der Loge interessiert. Du traust dir nicht. Dann geh, sobald die Jagd besiegt ist, und such dir anderswo eine Zuflucht. Redanien hat ein Angebot, wie ich höre. Da würde ich eher meinen Kopf ins stachelige Maul eines Zeugels stecken. Danke, aber ich habe andere Pläne. Diese Abmachung mit Emhyr, die ist Sache der Zauberin. Frag wen anders aus. Sie hat dir also nichts gesagt. Was ist mit persönlichen Plänen? Hat sie irgendwas erwähnt? Eine mögliche Beraterposition? Neben einer jungen, vielversprechenden Kaiserin? Bleib von Ciri weg. Sie ist erwachsen, Geralt. Das vergisst du ständig. Sie kann selbst entscheiden. Also dann. Weiter? Meinst du nicht, du solltest langsam aufhören, dich in Ciris Leben einzumischen? Nein. Aber dir ist schon klar, dass wir nicht irgendein Wolfsrudel sind, das du ihr mit dem Schwert vom Hals halten kannst? Und ob ihr das seid. Und natürlich kann ich das, wenn es sein muss. Recht hat Geralt. Natürlich können wir das, wenn es sein muss. Der Raum ist interessant, wenn ich nicht... Warte, hier ist etwas. Fühlst du es? Nein. Mein Medaillon. Lächerlicher Schnickschnack, dass ich nicht lache. Die Einstimmung auf Elfenmagie ist etwas schwieriger, als ein übelriechendes Monster zu erschnüffeln. Sieh her. Ahan Luma! Dann ist der Sonnenstein hier. Steh nicht rum und guck doof. Versuch lieber, die Spiegel zu bewegen. Aber auf was für ein Ziel denn? Die Frage ist, wohin soll ich die ausrichten? Wo sollen die Spiegel hinzeigen? Hier ist das Echo der Abtastung am stärksten. Thank you.
Hab verstanden. Das heißt rein theoretisch. Ja. Tja, war doch richtig, was ich gesagt hatte, dass es auf die Tür ballern muss, um die Tür damit aufzumachen. Gut, habe ich ausnahmsweise mal ein Rätsel richtig gelöst. Und dann nichts wie weg hier. Nicht so schnell. Wir müssen noch was besprechen. Lass mich raten. Du musst weg. Jetzt wirst du mir erzählen, warum du den Sonnenstein viel dringender brauchst als wir. Und dann verwandelst du dich in eine Eule und zisch. Keine Ahnung, wo du diese lächerlichen Ideen hernimmst. Ciris Sicherheit ist mir jetzt am wichtigsten. Aber ich will mit dir über die Zukunft reden. Meine Zukunft. Nilfgaard wird dir gefallen, zweifellos. Ich empfehle die frische Gebirgsluft von Nazair. Ha! Und Yennefer meint, du hättest keinen Sinn für Humor. Jetzt hör gut zu. Sobald wir die Jagd besiegt haben und Ciri in Sicherheit ist, wird Yennefers kometenhafter Aufstieg am kaiserlichen Hof ein jähes Ende finden. Was mir wunderbar in den Kram passt. Ich bin an einer Wiederbelebung der Loge nicht interessiert, wenn ich nicht die entscheidende Stimme habe. Und das erzählst du mir, weil? Wenn ich irgendwas weiß, dann, dass du mit Ciri aus der Hintertür schlüpfen und in die Wildnis verschwinden willst, sobald wir die wilde Jagd besiegt haben. Stimmt's? Sehr romantisch. Aber vielleicht solltest du nicht dem Mädchen das Leben zerstören, sondern Yennefer mitnehmen und gehen. Triss könnte was dagegen haben. Ah, richtig. Dann gib Yennefer doch einen freundlichen Rat, ja? Auf dich wird sie hören. Du willst Jens Platz an Emirs Seite einnehmen. Und an Ciris. Du wirst wohl verstehen, dass das unvermeidlich ist. Und ich zöge es vor, wenn Yennefer so weit weg wie möglich wäre, wenn das geschieht. Es wäre teuer, wenn sie im kaiserlichen Verlies schmachtet. Und es würde einen falschen Eindruck machen. Noch mehr weise Worte? Oder können wir gehen? Du kannst gehen. Ich weiß, dass du zu tun hast. Ich werde schon allein zurückfinden. Das ist so dumm gewesen.
schon, komm näher. Wilde Jagd. Das ist ein Krieger der wilden Jagd. Ernsthaft? Was machen die denn hier? Sind fast raus. Ich wollte wieder einen Geist auf mich warten. Ich hab's gesehen. What the fuck, Alter? Hier nur los ist. Killian! Immerhin, hier ist teure Materialien. Beziehungsweise hier sind. Ich hab gedacht, ich muss mich noch mehr prügeln. Ich habe nämlich jetzt echt keinen Bock mehr. Killian! Tenaline! Irgendwie was. Bla 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 bla. Willst mich doch verarschen? Ihm schon relativ viel EP. Ach, ist mir egal. Alles irgendwie verbunden. Diese Elfenruinen-Scheiße, übel gewesen.
eine gute Quest, eine spannende Quest, bestimmt, keine Frage, insgesamt. Aber ich werde hier nicht mitnehmen. Wie ich denn hier ab? War ich hier noch nie? Ja, ohne Scheiß. Ich war wohl hier noch nie gewesen. Ach. Schon relativ interessant. Hallo. Zeig mir deine Waren. Zeig mir deine Waren. Wiedersehen. Hallo. Willst du was kaufen? Zeig mir deine Waren. Wiedersehen. Es gibt den Händler gar nicht. Läuft bei dem! Geil! Was ist das denn? Lustig. Hallo! Momentan Teleportation. Puff, bin ich wieder weg. Scheiß aufs Monsterlager. Ernsthaft jetzt. Was mache ich denn jetzt? Gab es hier eigentlich niemanden, wo ich was kaufen oder verkaufen konnte? In Freas Garten. Ich bin relativ stark betragen inzwischen. Kann ich dich für etwas... Vielleicht. Ich habe nicht mal das verbesserte Hybridenöl. Für das hier fehlt fast nichts. Was fehlt? Hydrogen. So ein komisches Pülverchen. Hydragenum. Was kriegt man das bitte? Wiedersehen. Ich muss zugeben, ich habe nicht geglaubt, dass du uns helfen kannst. Tja, wer hat das schon geglaubt? Erscheint nichts und niemand. Scheiß drauf, ich benutze von hier aus ein Boot. Schwerter auf dem Rücken bringen es wirklich. So.
Das wird ihn lehren, den Kommandanten zu verspotten. Kriegen wir hin. Sind so viele Schiffe. Was? Wozu denn? Da gibt es doch nur Klippen, Harpien und scheiß Seegras. Für Kinder ist es toll, mit den Fischern zu segeln. Ein echtes Abenteuer. Halt! Das ist der Hexer! Befehl des Kaisers! Wegtreten! Komme ich denn aufs Schiff? Hexer, welch angenehme Überraschung. Ein warmer Empfang. Danke, Eure Majestät. Vielleicht wärst du anders empfangen worden, hättest du meine Tochter mitgebracht. Wo ist sie? In der Nähe. Weißer Wolf, du bist in der Nähe deiner Enthauptung. Du bist unverschämt, weil du glaubst, dass ich mir nicht leisten kann, dir was zu tun. Und du hast recht. Aber das ändert sich eines Tages. Dann bist du nicht mehr unverzichtbar, sondern entbehrlich. Doch genug davon. Wir wollen nichts überstürzen. Was willst du? Fringilla Vigo. Ihr habt Jennifer angeblich ihre Freilassung versprochen. Wie ich sehe, seid ihr ein beschäftigter Mann. Nehmt deshalb diesen Brief. Der müsste eure Erinnerung an die Loge auffrischen. Selbst die bescheidensten Anfragen von Jennifer lesen sich wie Drohungen. Hat mir immer gefallen an ihr. Na schön, sei's drum. Ihr seid wirklich bereit, ihnen zu vergeben? Amnestie gegen Hilfe? Ich bin bereit, mich an meine Vereinbarung mit Jennifer zu halten. Ihr beantwortet meine Frage nicht. Das muss ich auch nicht. Wird Zeit, dass ich aufbreche. Endlich sind wir uns mal einig. Wache, her mit Fringilla Vigo. Ihr könnt ihr die Nimeritium-Fesseln abnehmen. Soweit ich weiß, muss ich euch nicht vorstellen. Lebt wohl. Fringilla, es ist lang her. Die anderen Zauberinnen sind in Ginvel bei Artsgellig. Ich habe ein Boot, das wir... Ich kann keine Boote mehr sehen. Und ich hasse Teleportation. Aber wie du willst, gehen wir. Der Wind heult. Wir können hier sein und bestimmt mit dir reden wollen. Ja, Geralt? Als du in der stinkenden Hecke warst und ich aus dem Nichts aufgetaucht bin, was hast du da gedacht? Ganz ehrlich? Oh nein, nicht der schon wieder. Dachte ich mir. Du warst nicht leicht zu finden, weißt du?
Du hattest dein Gedächtnis wieder und Yennefer gefunden. Da habe ich gedacht, ihr beide... Aber meine Amnesie hat nichts geändert. Ich wollte mit dir zusammen sein. Vorher, nachher, die ganze Zeit. Das weiß ich jetzt. Bist du schon lange in Novigrad? Lange genug, um zu wissen, wie man sich nicht fangen lässt. Und überlebt. Und ehe du herkamst, wo warst du da? Ach, hier und da. Wo immer ich ohne deine Hilfe zurechtkam. Was nicht heißen soll, dass ich nicht froh bin, dich zu sehen. Bis dann, Triss. So, wir gucken nochmal nach. Das waren übrigens alle. Inzwischen haben wir doch schon einige Quests verkackt. Aber an dieser Stelle möchte ich mich von euch verabschieden. Das war's mit The Witcher 3 für diesen Tag und wir sehen uns morgen wieder. Hier war euer Nefkara. Haut's rein. Ciao, ciao.